Was geht ab, ihr Fruchtigen? Ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge. Immer schön fruchtig bleiben. Die erste Folge mit Coach Dali kam bei euch schon richtig, richtig gut an, was mich natürlich sehr, sehr freut. Wir sind heute hier in Kirchheim im Tech-Studio. Das ist ein Foto- und Videografie-Studio, wo zum Teil auch bekanntere Rapper wie Dardan ihre Musikvideos schon gedreht haben. Auch ich habe hier schon Musikvideos gedreht und dabei habe ich einen sehr interessanten, talentierten jungen Mann kennengelernt, der meiner Meinung nach mit dem, was er tut, in den nächsten Jahren sehr erfolgreich und bekannt werden wird. Deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass er sich heute die Zeit nimmt, mit mir zu sprechen. Was er genau macht, wer er ist, sehen wir gleich. Kommt einfach mal mit, wir checken das Ganze ab. Was geht ab, was geht ab? Hey, was geht, mein Fruchtiger? Alles klar. Hi, schön, dass du da bist. Ja. So, Jan. Hi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat ja jetzt relativ spontan geklappt, wenn ich überlege. Ich habe vor 2 Tagen habe ich ihm geschrieben, ob er Bock drauf hätte. Und jetzt sitzen wir schon hier. Ich bin immer dabei. Immer also, dabei. Richtig stark. Also ich finde das, was du so machst, ich bin sowieso ein Riesenfan von deiner Professionalität. Das hat jetzt nochmal einen draufgesetzt. So. Geil, ich freue mich. Das wird ein richtig geiles richtig, Interview. Richtig und cool. Voll schön, dass du das hier machst. Mega. Vielen Dank. Mega, vielen mega, Dank. Mega. Deswegen, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Erzähl einfach mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, so, wer bist du, was machst du so und ja. Mein Name ist Jan, ich bin 22 Jahre alt, komme hier aus Stuttgart und ich bin Tänzer, Hairstylist und Fotograf. Ich habe meine Ausbildung zum Tänzer vor 4 Jahren gemacht im Jazz, Modern, Hip-Hop, Schauspielen, Tanzen, Singen, alles. Hab mich da auch hochgearbeitet, habe inzwischen mit Marken wie Mercedes-Benz, CDF und auch weiteren Leuten gearbeitet. Und danach habe ich aber gemerkt, als Tänzer Geld zu verdienen, ist schwierig. Mhm. Du musst dauernd hustlen und du musst dauernd dabei sein. Und meine Mama ist Friseurin schon seit über 40 Jahren und die hat gesagt, du solltest Friseur werden, weil in jedem anderen Job hätte man dich schon längst rausgeschmissen, weil ich habe einfach viel zu viel ADHS. Mhm. Und ich habe den Job angefangen, habe erstmal gemerkt, was der Job ist, wie die Leute da auch so sind und habe schnell gemerkt, okay, kreativ sein, das musst du durchziehen, du musst deine eigene Welt entwickeln. Und genau in der Zeit, in meiner Ausbildungszeit, habe ich gemerkt, ich kann ja eigentlich fotografieren, tanzen, Movement und das Ganze in eins kombinieren. So habe ich meinen Freund geschnappt und meine beste Freundin und wir haben eine Shooting-Agentur gegründet und wir shooten Menschen, Tänzer, alles mögliche, Outdoor-Shootings und es macht so viel Spaß, auch mal hinter der Kamera zu stehen, weil man merkt, was gehört alles dazu. Safe. Lichtdesign, Make-up, das muss ja auch alles passen. Mhm. Und das haben wir jetzt dieses Jahr angefangen. Das House of Stars ist das, House of Stars nennt sich das, weil wir sind Stars und versuchen, die anderen auch zu Stars zu machen und wie ein Star auch fühlen zu lassen. Haben jetzt auch dieses Jahr mit AMG zusammen eine Kampagne geleitet. Ach was. Da durften wir die Fashion machen, das Make-up machen, Model casten und es war der Hammer. Wir waren da 3 Tage in München und ja, das kommt jetzt auch bald raus und ja, freue mich ganz arg. Geil, Mann. Genau. Und auf jeden Fall habe ich jetzt meine Ausbildung fertig gemacht, arbeite jetzt als Friseur tatsächlich bei mir unterm Haus, unten drunter. Also ist total praktisch. Ich muss einfach nur mit dem Aufzug runter und schon bin ich da. Und ja, das ist so gerade das Leben und das Ziel, dass man seine Fühler rausstreckt und versucht, alles zu machen und alles zu meistern und auch zu kreieren. Ja. Fühle ich auf jeden Fall, weil das ist fast ähnlich wie bei mir, ja, du nur bist in ja eine auch bisschen andere Richtung. Genau. Aber bei mir hat es auch so mit Musik angefangen und dann hier, dann da, dann da. Aber am langen Ende kommt alles wieder an einen Punkt zurück. Richtig, alles und trifft sich irgendwann mal wieder. Ja, genau. Und deswegen fühle ich das so geil. Fangen wir mal ganz von vorne nochmal an, wie das jetzt so mit der, wo genau hast du da deine Tanzschule gemacht oder wo war das? Ich war in Stuttgart in der New York City Dance School und
habe dort eine Ausbildung gemacht. Das war die Professional Dance Academy. Und danach habe ich dann mich beim Broadway in New York beworben. Hab erstmal 3 Monate nichts bekommen und dachte dann schon wieder, ah, okay, schade war's. Und nach 3 Monaten auf einmal kam die Nachricht, hey, wir würden dich gerne für ein Stipendium für ein Jahr annehmen. Und ich war so, okay, let's go to New York. Warst du dann da, oder? Hör mir zu, Corona kam. Nein. Wir hatten im März unsere Professional Dance Academy Abschluss-Performance, die aber auch zugrunde ging wegen Corona. Es durften am Schluss, glaube ich, nur 10 Leute zuschauen, aber eigentlich wären es 9000 Zuschauer gewesen. Mhm. Und Flug war gebucht. Wir hatten schon nach einer Wohnung geschaut in New York, hatten schon die ersten Mieten bezahlt, also das Geld war schon weg. Bis dann Trump gesagt hat, die Grenzen werden nach New York zugemacht, weil es einfach zu viele Tote gab, leider wegen dem Corona. Und dann habe ich ein Jahr gewartet und gemerkt, okay, scheiße, das Geld ist weg. Ich glaube, ich muss mich anderweitig umschauen. Mhm. Und habe dann erstmal so ein bisschen den Traum an den Nagel gehangen. Ja, und jetzt hat sich alles dann doch wieder so gespiegelt, dass ich doch wieder auch ein bisschen zum Tanzen gekommen bin. Trotzdem noch meinen Tanz und meine Movement-Sachen kreieren kann. Deswegen, genau. Und danach habe ich dann eigentlich mit dem Friseurgeschäft angefangen. Ich sag mal so, nichts passiert ohne Grund so. Richtig, habe ich auch gesagt. Wer weiß, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn das so geklappt hätte. Natürlich wäre es cool gewesen, eine geile Erfahrung. Es wäre geil gewesen, ein Jahr in New York. Also ich hätte so viel wahrscheinlich erlebt, so viele Leute kennengelernt. Mhm. Aber tatsächlich habe ich meinen Freund kennengelernt in der Zeit hier in Deutschland. Und umso leichter hat es mir dann auch, fiel es mir dann auch zu sagen, okay, passt, New York, kommt erstmal weg, dafür die Liebe. Und jetzt sind 3 Jahre vergangen und ich bin immer noch mit dem Herrn und bin super happy. Und ja. Du wirst sehen, du wirst noch deine Möglichkeiten kriegen. Denke ich auch, irgendwann mal. In ganz anderen Sphären. Richtig. So, mach dein Ding, wie du es jetzt machst, so mit allem drum und dran. Und die Wege führen irgendwann nach oben. Bei mir ist so, ich habe so ein Gespür für, wenn ich irgendwas sehe, so, und ich habe schon beim Intro, beim Reinlaufen schon gesagt, so, ich würde Geld auf dich wetten, dass es durch die Decke geht, so, deswegen mach einfach so weiter. Immer hustlen, weitermachen. We hast du vor, work. So deinen Friseurmeister oder so noch zu machen? Ist so ein Plan. Heutzutage musst du nicht unbedingt einen Meister machen. Meister brauchst du, um vielleicht einen Salon zu eröffnen und um auszubilden, aber du kannst trotzdem was erreichen, auch als Stylist, irgendwann mal Stars zu stylen. Du musst einfach, Connections ist alles. Ist mir aufgefallen, Connections ist alles. Und wenn du deine Arbeit gut machst, präsentierst, dann kommt irgendwann mal die richtige Person und schon geht's weiter. Deswegen, der Meister ist jetzt eher so, wenn ich dann 40 bin und dann ausgeruht bin, dann brauche ich den Meister vielleicht, um einen Salon zu eröffnen, aber nicht mal dann. Es gibt immer andere Wege. Du kannst auch einen Meister einstellen. So mäßig. Geht auch, genau. Aber wie gesagt, ich möchte mich nicht so fokussieren aufs Meister machen, sondern ich will die Welt erkunden. Genau, Welt bereisen, Leute mieten und ja, irgendwann mal groß rauskommen. Was ist deine Vision so, wo siehst du dich so in den nächsten 10 Jahren? Das ist eine gute Frage. Ich bin offen für alles. Ich bin auch dabei, Castings zu machen. Ich war jetzt auch dieses Jahr bei Jeremy's Next Topmodel dabei in der ersten Folge. Und ich bin einfach offen dafür, Castings zu machen, mich zu präsentieren, egal in welchen Hinsichten. Ich halte meine Wege immer sehr frei und deswegen versuche ich einfach immer geradeaus zu gehen, aber auch rechts und links mit anzuschauen und einfach Gas zu geben. Mhm. Du hast gerade Jeremy's Next Topmodel erwähnt. Wie war das so? So die erste Idee überhaupt, sich dann zu bewerben, so wo es kam, dass du angenommen wirst und wir haben lustigerweise ich mit meinen Freunden letztes Jahr immer zusammen GNTM geschaut, haben uns alle getroffen und dann das alle angeschaut, bis wir dann mitbekommen haben, dass dieses Jahr das erste Mal Männer für Germany's Next Topmodel ausgewählt werden. Ich habe mich beworben, mal wieder keine Zusage bekommen fürs erste Mal, dann nochmal beworben und dann wurde ich eingeladen fürs Casting in Berlin. Bin mich losgefahren, 7 Stunden. Es war ein cooles Erlebnis. Es ging, glaube ich, um 6 Uhr morgens schon los. Es waren über 500 Menschen dort und es ist an sich ist es viel warten. Heidi ist da noch gar nicht da. Du siehst Heidi eigentlich auch nur 10 Minuten und dann ist sie auch schon wieder vom Bildschirm entfernt. Es ist sehr kurz, aber es war eine super coole Erfahrung. Gab so viele Menschen, auch so viele talentierte Leute und eigentlich habe ich ein sehr positives Empfinden für GNTM. Ich habe auch eine gewisse Sendezeit bekommen. Ich habe es zwar nicht geschafft, wurde nicht von Heidi gepickt, jedoch durfte ich auf dem Catwalk laufen. Wie war das für dich, vor Heidi laufen zu können? So? Weil
Ich muss sagen, also es war der, das war der nervöseste Moment, den ich hatte. Ich stand da wirklich vor dem Vorhang und die zwei Leute waren dann so 3, 2, 1 und du läufst da raus und du weißt halt, das ist der Moment. Mhm. Ich habe alles gegeben, ich habe versucht zu strahlen. Wie gesagt, Heidi hat mir sogar noch ein Küsschen danach gegeben. Ja, ja. Deswegen, das war alles für mich und ich habe sehr, sehr positives Feedback auch auf TikTok bekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe es ja auch gesehen, ich habe es auch krass gefeiert. Danke. So wie du auch rausgelaufen bist, auch schon Energy war da. Mit Energy. Das wäre für mich so, wie wenn ich so vor Drake performen dürfte, ja. So mäßig. Aber ich muss sagen, ich wäre, glaube ich, nicht nervös. Ich weiß nicht? Warum. Bei Drake nicht nervös? Nein. Also ich wäre am halbe durchdrehen, wo ich Tabletten. Ich weiß nicht, also bei mir ist so, ich habe das so, ich sehe die auch so als Menschen an, weißt du? Hast aber auch recht, muss man, weil oft machst du dich dann so verrückt, aber genau. Wenn du denkst, die Person ist ja das gleiche wie ich, Fleisch und Blut. Mhm. Dann bei mir war das zum Beispiel so, ich habe früher aktiv Fußball gespielt und mein Papa wollte eigentlich, dass ich Fußballer werde. Mhm. Der hatte ein bisschen Connection zu Bundesliga-Teams, Erste Liga Griechenland. Mhm. Da hatte ich die Möglichkeit, mit den Profis mitzutrainieren. Geil, ja. Und das war, anfangs war man schon ein bisschen nervös, aber danach merkst du so, das sind nur Menschen. Du kommst rein. Die machen rein. Den Job, man kommt rein, genau. Richtig. Deswegen, so, dadurch habe ich auch gelernt, so, das so Leute nur als Menschen anzusehen. Und ich meine, man will ja selber auf diese Größe kommen. Richtig. Und da muss man das auch ausstrahlen. Ja, ganz genau. Ja. Cool. Was ich gerne für mich selbst auch wissen wollen würde und auch für die Leute, wo kommst du eigentlich genau her? So? Ich könnte es gar nicht einschätzen. Das ist die gute Frage. Die meisten Leute denken immer über was Spanisches oder was Thailändisches. Ich habe auch leicht asiatische Augen. Tatsächlich bist bin du kein ich. Asiate? Nein. Echt jetzt? Tatsächlich bin ich. Darauf hätte ich gewettet, dass du Asiate bist. Ja, nee, tatsächlich bin ich Russe. Ich bin geboren in Russland. Kasache? Veliki Novgorod, Nähe von Moskau. Ach krass, also war direkt, eher so die Kasachen, so mongolisch, ja, ist so ein bisschen schon, so, gell? Ja, tatsächlich weiß ich nicht viel über mich. Ich bin adoptiert. Ich wurde im Krankenhaus an Geburt liegen gelassen. Nein. Ja, und dann wussten die erstmal nicht, was sie mit dem Baby machen sollen. Also kam ich ins Kinderheim und war 3 Jahre im Kinderheim, bis meine deutschen Eltern mich besuchen kamen und dann beim zweiten Mal auch schon mitgenommen haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ultra, ultra dankbar, solche tollen Adoptiveltern zu haben. Die haben mir alles ermöglicht, wirklich alles. Und darüber bin ich sehr happy. Und es ist echt was Schönes, wenn du ein Kind, das keine Eltern hast, Familie schenkst. Weil, ja, einfach. Also die Story und dass du das in meiner Show rausballerst. Ja, klar doch. Tatsächlich bin ich sehr offen. Meine Eltern haben mir das schon relativ früh gesagt. Meine Mama hat immer gesagt, Jan, du kommst nicht aus dem Bauch, du kommst aus Mamas Herzen. Und so haben die mir das dann näher gebracht, dass ich adoptiert bin. Ich war tatsächlich sogar letzte Woche war ich beim Jugendamt, weil ich wollte nach meiner Adoptionsakte gucken. Ich habe mir gedacht, muss ich zu Julia Leitschik oder was? Du weißt bis heute nicht, wer deine Eltern sind. Ich weiß nichts. Ich habe einen Namen und das war's. Ich habe kein Bild, ich weiß gar nichts. Deswegen oft stehe ich dann doch schon vorm Spiegel und denke mir so, wer bin ich? Wer ist die Haut? Wer ist dieses Impulsive? Wer bin ich? Wir haben nachgeschaut und in der Akte gab es auch nicht viel mehr. Das heißt wahrscheinlich, Julia Leitschik, ich komme bald. Aber das wäre cool, Mann. Ja, so oder? Cool. Überleg mal, der wird noch richtig bekannt mit dem, was er macht und dann geht er da in die Show rein. Das wäre witzig. Und die findet es auch noch für dich. Boah, das wäre cool. Das wäre für die cool, das wäre für dich cool, das wäre ein magischer Moment. Ich wüsste zwar nicht, was mich erwartet und wie gesagt, ich bin sehr offen und ich habe auch keine Erwartungen an irgendjemanden. Viele fragen dann immer, bist du dann sauer, bist du nicht sauer? Nein, mich interessiert es einfach nur. Mhm. Safe. Mich interessiert es einfach nur, wer ich bin. An diesen Punkt für sich selbst zu kommen, ist krass, Mann. Ja, irgendwann hat jeder diesen Punkt, wo man sich fragt, wer bin ich? Ja, aber ich sehe schon, du weißt schon, wer du bist. Denk ich meine, weil ich spüre das. So, das ist der Vibe, den eine Person ausstrahlt, wenn sie sich selbst gefunden hat. Das sind auch die Sachen, die du im Leben mitnimmst und die du erarbeitest und so oft auf die Schnauze fällst. Und dann weißt du auch, wer bin ich, wer möchte ich sein. Ja, Mann. Ich finde, das findet man nur für sich selbst raus. Hast du so recht. Die Eltern und so, die haben, klar, die können einem so ein bisschen was mit auf den Weg geben, einen prägen, aber unterm Strich. Wer man ist, das muss man für sich selbst. Das musst du für dich selbst erkämpfen. Ja. Vollkommen richtig. Und ich finde es traurig in der heutigen Welt. Ich merke voll viele, die wissen es einfach selber nicht. Vor allem heute, ich weiß nicht, die Leute haben nicht mehr Lust, was zu machen, kreativ zu sein, es weit zu schaffen. Die Leute, die leben hier und jetzt und haben so einen Tunnelblick. Und es ist verdammt wichtig, vor allem in dieser Zeit, wo so viel passiert,
wirklich auch breitfächern zu denken und auch wirklich kreativ zu sein, weil wir haben inzwischen so viel Leid auf dieser Welt, deswegen muss ich es doch irgendwie im Leben auch bunter machen, oder? Ganz genau. Deswegen, das ist genau das, was immer schön fruchtig bleiben bedeutet. Hast du recht. Ja. Genau das will ich mit meiner Brand und mit dem, was ich so mache, ausstrahlen. Und genau solche Leute will ich auch hier reinholen. Das deswegen merkt man so, du passt perfekt hier rein. Deswegen, ich bin für solche Gäste so extrem dankbar. Finde ich so, toll. Weil ich kann sagen, so, Jan ist fruchtig. So der Dali, der in der ersten Staffel, ersten Folge war, kann ich sagen, er ist fruchtig. Er ist fruchtig. Und genauso Gäste, ich will mit von jedem Gast im Nachhinein das anschauen können und sagen können, ich hatte eine richtige, fruchtige Person. Richtig. Erstmal sprudeln. Ja. So, der liebt sich selber, der liebt das, was er macht. Richtig. Und der überträgt es auch auf andere Leute. Ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, mich kannst du gefühlt nicht stressen. Du wirst es nicht schaffen, dass ich sauer auf irgendjemanden bin oder richtig. So. Klar, hat man auch stressige Tage so. Aber ich hole mich immer selber ab und sage manchmal sogar zu mir selber, immer schön fruchtig bleiben. Immer schön fruchtig bleiben. Finde ich gut, der Slogan passt eigentlich zu allem. Ja. Passt eigentlich zu allem. Und an sich so, klar, die Show heißt immer schön fruchtig bleiben, aber die Brand darüber heißt ja Stay Fruity. Mhm. Und der Slogan der Brand ist eigentlich Stay Fruity, because life is wavy. Oh. Ich habe hier das Life is wavy hier schon tätowiert. Nächste Woche tätowiere ich mir hier das Stay Fruity. Ich habe schon einen Termin. Und so dieses einfach so, bleib fruchtig, weil das Leben hat Höhen und Tiefen. Hast du vollkommen recht. Du kannst nichts dagegen tun. Das Einzige, was du tun kannst, ist, wie du damit umgehst. Und einfach immer positiv bleiben. Und dann kommt man automatisch voran. So. Man zieht es an und man zieht auch die Leute an. Ja. Weißt? Die genauso ticken. So. Ich sag auch immer, du musst offen sein, du musst immer mit einem Lächeln sein, weil du weißt nie, wer irgendwo steht und wer welche Steine ins Rollen bringen kann. Deswegen sei immer positiv, sei du selbst und sei 100%. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Mhm. Ich glaube, ich sehe dich dann nicht. Ich glaube, im nächsten Jahr trinken wir dann schon unseren Drink von Stay Fruity. Kann ich mir schon gut vorstellen. Wäre schon geil, ja. Oder mit so einem kleinen Drink Wäre hier. Wäre schon cool, ja. Also Merch ist schon an der Mache. Aha, so, das sind so meine Prototypes. Finde ich geil. Ich werde jetzt eine Sommerkollektion bringen mit Caps und T-Shirts und im Herbst dann Hoodies und Beanies. Einfach mal so der Start, wo das hinführt, weiß ich selber nicht. Geil, so. Aber stay so wie excited. Du auch, einfach mal, da fließt alles rein, was ich über die letzten Richtig. Jahre so gelernt habe. Deine Liebe und alles kommt alles, rein. Alles. Finde ich super. Ist auch und ich musste auch richtig. Hart auf die Fresse fliegen, ja. um mich selbst zu finden. Das war auch heftig. Glaub mir, weißt du, wie oft ich schon auf die Fresse geflogen bin? Ich hab früh schon angefangen, überall anzunecken. Und viele Leute haben nie verstanden, wer ich bin, weil ich einfach zu viel war. Und irgendwann mal lernst du halt damit umzugehen, auch deine, sag ich mal, deine Energie anders zu verbrauchen. Und irgendwann mal passt sich dann alles an. Aber es braucht seine Zeit. Braucht seine Zeit und es braucht sein oft hinfallen. Gibt es da irgendwie konkrete Beispiele, wo du sagen kannst, da hattest du einen Tiefpunkt oder so? Es gibt viele Tiefpunkte im Leben. Und viele. Es gibt Tiefpunkte, die sind sehr tief. Und es gibt Tiefpunkte, die sind für dich tief, für andere jetzt vielleicht nicht. Wenn ich jetzt so überlege, konkret, muss ich ehrlich sagen, in der Beziehung hatte ich meinen größten Tiefpunkt. Und in diesem Tiefpunkt musst du halt für dich herausfinden, was will ich? Wie will ich es ändern? Und meistens ist es schwierig, diese Änderung auch wirklich langfristig anzunehmen, weil eine kurze Minute oder mal eine Woche, da klappt es. Aber langfristig etwas zu verändern, ist schwierig. Aber mit Energie und mit Arbeit an dir selbst und mit Wiederholung, kriegst du irgendwann mal den besseren Weg wieder raus. Also, und was, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Zeit ist alles. Zeit ist alles. Wenn es jetzt nicht klappt, lass Zeit übergehen. Dann klappt es später. Ja, ja. Zeit ist alles und so ist das Lebensmotto von mir. Deswegen sage ich, ich gehe einfach durchs Leben und lasse mir Zeit und Zeit bringt das, was es bringt. Richtig geil. Ja. Also ich finde, wir hatten schon jetzt in kurzer Zeit richtig eigentlich alles Mega. Geile so. Und wenn wir schon beim Thema Zeit sind, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke so, dir, dass das ich da sein geil. Durfte. Vor allem, dass es so spontan auch geklappt hat. Mega. Und danke, dass du da warst. Danke dir, dass ich kommen mach durfte. Mach weiter so, wie du es machst. So. Ich feiere dich, gestört so. Ich wünsche dir nur das Beste. Danke. Ich weiß, du wirst deinen Weg gehen. Und ich wünsche dir das Gleiche. Ich wünsche dir das Gleiche. Danke, dass ich da sein durfte. Super Podcast. Schaltet ein und immer schön fruchtig bleiben.